Das größte Bildungsprogramm in der Geschichte Deutschlands. Das kommt schon ab dem nächsten Schuljahr. Mit dem Startchancenprogramm von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geben wir zusammen mit den Ländern über 10 Jahre 20 Milliarden Euro aus. So verbessern wir die Bildungschancen unserer Kinder und stärken unsere Wirtschaftskraft. Ihr habt auch ein paar Fragen zum Startchancenprogramm. Wer könnte die besser beantworten als unsere Bildungsministerin? Dann geht's gleich los mit deiner ersten Frage an die Ministerin. Aber viel ist das nicht, oder? 500.000 pro Jahr pro Schule? Ist jetzt auch kein Gamechanger. Das Programm ist das größte, das es jemals gab. Und es ist auf jeden Fall der Einstieg in die bildungspolitische Trendwende, die wir jetzt brauchen. Man kann aber die Gesamtsumme nicht 1:1 auf die Schulen umrechnen. Es ist ja unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Nicht jede Schule soll gleich viel bekommen. Es kommt auf den Bedarf vor Ort drauf an. Klar ist aber, es ist viel Geld und vor allen Dingen verlässlich über mehrere Jahre, über 10 Jahre, das kann man gezielt einsetzen und damit wird das Startchancenprogramm auf jeden Fall ein Gamechanger. Es geht direkt weiter, Frau Ministerin. Die Community will wissen, wo geht das Geld denn hin? Wieder sicherlich Berlin und vielleicht noch 2, 3 große Städte. Die Kleinen haben keine Chance. Nein, es geht in alle Länder. Mit dem Startchancenprogramm werden wir etwa 4.000 Schulen und damit etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland gezielt unterstützen. Die Bundesländer wählen die Startchancenschulen anhand wissenschaftsgeleiteter Kriterien aus. Entscheidend ist zum Beispiel der Anteil von Schülerinnen und Schülern an einer Schule, die von Armut betroffen sind oder eine Migrationsgeschichte haben. Wir wollen nämlich genau dahin gehen, wo am meisten Unterstützung gebraucht wird. Welche Kinder haben es denn schwer in unserer Gesellschaft? Ja, Studienergebnisse wie jüngst PISA, aber auch andere zeigen immer wieder, dass die Kinder bei den Grundkompetenzen, also da geht es um Lesen, Rechnen, Schreiben, immer schlechter werden. Und dass der Bildungserfolg in Deutschland noch ganz stark von der sozialen Herkunft abhängt. Das packen wir mit dem Startchancenprogramm jetzt an. Ich will mehr Chancengerechtigkeit und das Aufstiegsversprechen erneuern. Und was ist mit der technischen Ausstattung? Alles soll digital werden, aber dann schafft ihr keine Möglichkeiten? Das Startchancenprogramm, das soll Schulen zu ganz modernen Lernorten machen und eine attraktive Ausstattung ermöglichen. Das macht es übrigens auch schöner für Lehrerinnen und Lehrer und für die Schülerinnen und Schüler. Und wir brauchen mehr Tempo bei der Digitalisierung der Schulen. Die Digitalisierung der Schulen bringen wir vor allem mit dem Digitalpakt voran. Endlich! Die einzigen Fragen, die ich mir stelle, bräuchten so ein Programm in unterschiedlicher Abstufung nicht eigentlich deutlich mehr oder sogar die meisten Schulen? Und müsste ein Stärkungsprogramm nicht eigentlich adaptiert auch für Kitas kommen? Mit dem Startchancenprogramm wollen wir ja gezielt dort unterstützen, wo die Herausforderungen am größten sind. Daraus ergibt sich, dass mit dem Programm nicht alle Schulen gleichermaßen gefördert werden. Aber ja, ich fände es gut, wenn die für die Bildung zuständigen Länder mehr in Schulen investieren würden. Wir brauchen eine bildungspolitische Trendwende. Alle müssen hier an einem Strang ziehen. Und was die Kitas angeht, ich bin sehr für die Stärkung der frühkindlichen Bildung. So wie dies die Bundesregierung macht. So, und jetzt noch eine Streberfrage. Werden Sie hier ebenso transparent über dessen Umsetzung, Steuerung und Wirksamkeit berichten? Ich freue mich über jedes Interesse an Bildungspolitik. Und ja, das Startchancenprogramm wird ein lernendes Programm sein. Das liegt mir besonders am Herzen, genauso natürlich wie die Zukunft unserer Kinder. Schon bei der Konzeption haben wir die Wissenschaft befragt und uns angeschaut, was in der Praxis gut funktioniert. Wir werden das Programm wissenschaftlich begleiten und auswerten lassen. Und aus den Daten können wir dann auch sehen, wie das Startchancenprogramm läuft und ob und wie wir es auch noch besser machen können. Darüber werden wir dann natürlich auch berichten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt öfter. Ich freue mich drauf, auf Anregungen, auf Kritik und die Debatte mit euch.